Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gold Rush The Game. Ach, in der letzten Folge haben wir endlich mal das große Geld gemacht. Also ich habe gesagt, wir sehen uns in der Stadt wieder. Das war ein Irrtum. Denn ich habe vergessen, hab vergessen, in die Stadt zu fahren. Weil die Zeit knapp ist. Und ich habe bemerkt, es ist nicht nur eine Fliege, es sind fünf. Das ist ein kleines Viechchen. Gut. Wir haben auch noch nicht das große Geld gemacht. Ich hoffe, wir werden das jetzt machen. Immerhin haben wir jetzt über 500 Gramm Gold. Geschirrt. Hoffentlich. Sehr viel Geld kriegen. Ja, sehr viel Geld machen. Oh, hier ist er. An einer selben Stelle. Im Moment haben wir den Claim nur gepackt. Parzelle. Haben wir die Parzelle nur gepachtet, wir können die noch kaufen. Werden wir noch später, aber die kosten 600.000. Boah, schön gedriftet hier. Gut. Hallo Schmied, bin wir da. Wie mein Geld. Ich schmelz nicht ein, weil es scheiß teuer ist. Jetzt haben wir über 25.000. Alter! Einkaufstour! Sag ich nur. Sag mal Einkaufstour. Schön viel Einkauf. Aussteigen. So, jetzt mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen einmal so ein dickes Stromkabel. Dann brauchen wir zwei von denen hier. Brauchen wir noch zwei hiervon. Brauchen wir noch den hier. Ja. Das wird schön teuer. Ja. 5000. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Müsste. Jetzt aufladen. Na gut, ist jetzt nicht so schlimm. Müssen wir auch noch anhängen. Den müssen wir dann auch noch mit Diesel befüllen. Und laut meinem Bericht sollte es dann auch reichen für den kleinen Bagger. Und dann auch noch für... Also jetzt haben wir das, dann haben wir das, dann holen wir den kleinen Bagger. Und dann holen wir uns das hier. Mobile Waschanlage. Dann schütten wir das da oben rein. Bagger. Dann kriegen wir der Vieh. Und dann, ja. Dann stellen wir hier einen Eimer drunter. Hier drunter. Und dann können wir das auch wieder in dieses komische. Auf diesen Waschtisch dann drauf kippen. Jetzt erstmal meine Rückfahrkünste zur Schau stellen.
Kurze Trinkpause.
Ja, jetzt kein Differential. Na gut, dann stellen wir es hier oben rein. Wollte es eigentlich nach unten? Na gut. Nachteil nach von so einer Einkaufstour ist eh gut, aber was hier. Ganze Zeug muss jetzt eingeräumt werden. Ach, so geht das doch auch. Warum mache ich das nicht so? Kann ich einfach so machen? Ja, eigentlich. Ich bin zu faul. Ich muss jetzt einfach extra noch vorfahren. Schön crouchen. So, das haben wir. Dann fahren wir jetzt nochmal. Was steht da? S2D2? Nee, vielleicht für... Nee. Goldwaschwange kaufen. Wieso sollte ich das tun wollen? Wieso sollte ich das tun wollen, eine zweite Goldwaschwange kaufen? Okay, okay, okay. Es hatte nicht mehr gereicht. Wir mussten ja noch den Benzin, wir hatten, ich hatte das Benzin nicht mit eingerechnet, ne? Diesel, den wir da auftanken müssen. Tank. Tja, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen arbeiten.
Jedenfalls sehe ich nicht mehr, wie er schlittert. Und man merkt es. Sitzen. Alter, da ist ja Sturm draußen hier. Wollen wir. Ich glaube, der Spiegel hat etwas in sich. Es regnet immer noch. Ich kann es nicht sagen, es ist jetzt Tag. Es ist Tag 3. Okay. Haben wir ein bisschen Licht. Oh. Ja. Das wird geschürft. Oh. Ja, Sandkasten. Was ihr gegen Gold? Soll ich doch jetzt was in den Dienst vorgehen, oder wie in der Rohrkanne? Aber wozu ist es keine Schaufel? Groß Schaufel ist ein Platz. Notizbuch, ach so. Ja, hier sieht man das alles.
aus unbekannten Gründen das Spiel abstürzen, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wir speichern mal ab. Ich habe keinen einzigen Gold mehr mit mir. Diesen habe ich mir gefunden. Wird das Wetter jetzt mal besser, oder kann ich oder ich die zweite erlauben lassen schon? Und damit das Kind mit meinem Auto bekommt, das verkackt. Als der Bach. Ja.
Zimmer graben. Ich weiß, es ist nicht so spannend, aber... Okay. Wir haben nicht einen einzigen Goldnagel gefunden. Das ist schon etwas doof. Ich finde echt mal einen Benzinkanister drinnen. Weil die Hot Pen, die kann da raus. Ja, ich weiß. Die Folgen werden etwas länger als eine Stunde. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, das könnte reichen, ich weiß es nicht. Wir fahren einfach mal zum Schmied. Und hoffen, dass das passt.
jetzt ein paar Meter. Jo, Schmied, ich muss nochmal. Ja, reicht nicht, seht ihr? Es sind nur 12.000. Ja, das ist nicht gut. Nun denn. Das soll's dann erstmal gewesen sein. Ich mach dann jetzt auch eine Aufnahmepause. Denn, ja, das schaffen wir erstmal nicht mehr. In der nächsten Folge werden wir dann den kleinen Bagger haben. Gut. Dann verabschiede ich mich dann hier an der Stelle und sage tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.